Okay, yeah, thank you very much. I'll switch language now because... Ich werde jetzt die Sprache wechseln, weil das eine internationale Audienz, ein internationales Publikum hier ist und das ist ein Thema, das ich sowieso immer nur in Englisch drüber nachdenke. Ich hoffe, das ist okay für euch. Natürlich gibt es die Übersetzung, wenn dann, ihr seid sowieso schon hier. Ich würde gerne damit anfangen mit zwei Sachen. Wenn wir über Klimawandel reden, wenn wir davon lesen, besonders wenn wir davon in den Medien lesen oder in den Nachrichten, dann oder wenn wir unsere Konferenzen haben über Klimaforschung, wenn wir zusammenkommen mit der Politik, um über Klimawandel und wie man damit umgeht, zu diskutieren, dann ist es immer etwas, was in der Zukunft liegt. Wir reden über weit entfernte Ereignisse. Es fühlt sich mal an wie ein Asteroid, der irgendwie einschlägt irgendwann und dann haben wir 2-3 Grad plötzlich wärmer und es wird alles katastrophal. Aber das ist natürlich totaler Unsinn. Deswegen habe ich mir jetzt mal dieses YouTube-Video rausgesucht von einem Kollegen von mir aus Berlin, der nennt sich Climate Adam, der erklärt Klimawandel mit kleinen YouTube-Videos sehr angenehm. Das ist nicht einfach eine Bombe, die irgendwann explodiert, sondern Klimawandel ist etwas, das schon lange angefangen hat. Im Prinzip mit dem Beginn der industriellen Revolution, als wir angefangen haben, im großen Maßstab fossile Ressourcen zu verbrennen. Und wir haben über das letzte Jahrhundert immer mehr Treibhausgase festgestellt, die in der Atmosphäre landen. Und dadurch wird die durchschnittliche Temperatur deutlich höher, als es jemals zuvor war. Und das ist nichts, was in der Zukunft passiert für irgendwelchen Menschen zustößt, die wir gar nicht kennen und die erst noch kommen werden, sondern es hat schon lange angefangen, über die letzten Jahrzehnte, weil wir halt immer mehr, immer länger schon fossile Treibstoffe verbrennen. Und das verändert unser Wetter jetzt schon und unser Klima. Und es ist nicht der Punkt, dass wenn wir 1,5 Grad mehr über dem Durchschnittsmittel erreichen, dass dann plötzlich sich die Klippe auftut, von der wir dann runterfallen, sondern es gibt jetzt schon einen haufenweise Auswirkungen, mit denen sich das Ganze manifestiert und die wir beobachten können. Und es wird natürlich immer schlimmer, je wärmer es wird. Aber jedes Zehntel Grad wird einen Unterschied machen, wo es schon schlechter wird. Es gibt nicht einen magischen Schwellwert, ab dem dann plötzlich alles passiert, sondern wir merken es jetzt schon und wir werden es weiter merken. Es gibt solche Kipppunkte, wo sich sehr schnell Dinge verändern, so auf der geologischen Skala, aber innerhalb von einer menschlichen Betrachtungsweise oder in der Spanne eines Menschenlebens ist es natürlich was ganz anderes. Da ist es nicht so gravierend schnell. Und wenn wir darüber nachdenken, müssen wir das immer im Hinterkopf behalten. Auch und insbesondere, wenn wir Klimapolitik machen und Regulierungen dafür finden. Es werden jetzt immer noch Entscheidungen immer noch getroffen darüber, wie man versucht zu verhindern, wie man das nicht weiter schlimm macht. Und das ist natürlich wichtig, weil es wird natürlich immer schlimmer, je mehr Treibhausgase wir zum Beispiel emittieren oder fossile Brennstoffe verbrennen. Aber wir können uns nicht nur über die Zukunft und die Art und Weise, wie wir damit umgehen, Gedanken machen, sondern wir müssen auch über die Frage, wie wir damit leben können, uns befassen. Und ich möchte jetzt darlegen, wie wir wissen, dass sich Dinge verändert haben und was das für verschiedene Schichten der Gesellschaft bedeutet. Wir haben schon ein bisschen darüber geredet in der Diskussion, gerade mit Wolfgang. Klimawandel wirkt sich auf das Klima auf zwei verschiedene Arten und Weisen aus. Zum einen, weil wir mehr Treibhausgase in der Atmosphäre haben, wird die Atmosphäre wärmer im Durchschnitt. Das heißt, im Durchschnitt sehen wir mehr Hitzewellen, weniger Kältewellen und generell hat eine wärmere Atmosphäre mehr Wasserdampf, die sie halten kann. Das heißt, wir haben auch höhere Chancen für starken Regen. Das heißt, im Durchschnitt haben wir mehr Extremregenereignisse. Und dann gibt es aber noch einen zweiten Effekt.
Das ist, weil wir die Zusammensetzung der Atmosphäre geändert haben, sind die Temperaturdifferenzen innerhalb der Atmosphäre anders als früher. Dadurch haben wir die Zirkulation von Luft geändert und damit auch die Wettersysteme, also das heißt so, wie sich die Großwetterlagen verändern, haben sich verändert. Und wegen der Erwärmung haben wir mehr Regen, aber wir haben auch mehr Systeme, die jetzt Wasser in die Atmosphäre bringen, was den Regenfall oder die Regenereignisse noch weiter verstärkt und häufiger macht in verschiedenen Ebenen der Welt. Aber diese zwei Effekte können auch gegenläufig arbeiten. Also, wenn man nicht genug aus dem Wasser aus dem Boden kommt, dann kann man auch nicht so viele Regenereignisse haben. Das heißt, es kommt auch mal hier und da ein Effekt, dass das Wetter trockener wird. Und diese zwei Effekte, wir wissen wir immer noch nicht, wann genau sie zusammenlaufen und wann sie gegenläufig arbeiten. Und deswegen fällt es uns immer noch etwas schwer, manchmal die lokalen Auswirkungen davon vorherzusagen. Das bedeutet, dass Wetterereignisse können einfach extremer werden und häufiger. Und sie können aber auch weniger intensiv werden und auch weniger häufig. Im Prinzip gibt es alle möglichen Kombinationen davon, einfach bedingt durch den Klimawandel. Und ganz selten ist es auch nur so, dass Klimawandel der einzige Grund dafür ist. Wenn wir wirklich wissen wollen, was die Rolle vom Klimawandel ist, dann ist die Frage, ist das jetzt Klimawandel eine falsche? Weil die Antwort ja oder nein ist nicht wirklich sinnvoll, sondern die Frage ist eher, welche Rolle hat der Klimawandel in diesem Ding? Wie hat das die Wahrscheinlichkeiten verändert? Und diese Frage können wir auch noch gar nicht beantworten. Wir können sie nur stellen und das für bestimmte extreme Wetterereignisse. Und um rauszufinden, müssen wir erstmal sehen, was es überhaupt für mögliche Wetterlagen geben. Wir haben jetzt schon gerade die extremen Regenereignisse in Deutschland, Belgien im letzten Sommer angesprochen. Und jetzt müssen wir uns fragen, was ist die Rolle des Klimawandels in diesen Ereignissen? Was ist die Wahrscheinlichkeit oder was ist es möglich, die Möglichkeit für extremen Sommerregen in dieser Gegend der Welt? Mit den aktuellen 1,5 Grad über Normaltemperatur. Und dann haben wir herausgefunden, das ist ungefähr ein Event, was nur alle 400 Jahre eintreten sollte im Schnitt. Das bedeutet nicht, dass wir alle 400 Jahre eine solche Flut haben, sondern dass in jedem Sommer im Prinzip eine Chance haben von 1 zu 400, dass so ein extremes Regenereignis eintritt. Und wir wissen durch Wetterbeobachtungen und Klima- und Wettermodelle, mit denen wir das mögliche Wetter simulieren können in beliebigen oder in gegebenen Klimata, können wir solche Vorhersagen treffen. Aber wir wissen ja, dass Klimawandel schon längst passiert ist. Und wir wissen ja auch, wie viele Treibhausgase ungefähr in die Atmosphäre gepumpt wurde seit dem Beginn der industriellen Revolution. Und wir können das rausnehmen oder rein- und rausrechnen aus den Modellen und damit das mögliche Wetter simulieren, das sich dann ergibt. Also das sein sollte, wenn wir keinen anthropogenen Klimawandel haben. Das heißt quasi ein um den menschlichen Klimawandel bereinigtes Modell. Und das sieht man hier auf der Folie auf der linken Seite ist im Prinzip das reale Modell und das andere ist quasi ohne den Menschen. Und dann sieht man auch, wie sich die Wahrscheinlichkeiten verhalten. Und der einzige Unterschied zwischen diesen zwei Welten ist, die wir hier betrachten, also das mögliche Wetter, wie wir gerade leben und in dem ohne die Treibhausgase, dann können wir die Änderungen in den Wahrscheinlichkeiten zwischen diesen beiden Szenarien dem Klimawandel zuschreiben. Wir können sagen, und das haben wir auch gefunden, besonders jetzt im Hinblick auf diese extremen Regenereignisse in Deutschland und Belgien, dass die Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis sich ungefähr verdoppelt hat. Es ist immer noch rar, es ist immer noch 1 zu 400, aber ohne Klimawandel hätte es halt nur eine Wahrscheinlichkeit gab von 1 zu 800, dass es passiert. Das heißt, Klimawandel spielt natürlich eine Rolle, aber es ist natürlich nicht das Einzige, was eine Rolle spielt. Auch ohne Klimawandel hätte es auch irgendwann mal ein solches extreme Regenereignis gegeben. Es hätte sogar da sein können, aber
dass der Klimawandel führt eben dazu, dass es wahrscheinlicher ist und dass wahrscheinlich auch der Ausschlag davon größer ist, also dass das Event schlimmer wird. Und das ist, wie die Wahrscheinlichkeiten interagieren. Im letzten Jahr, und die meisten von euch erinnern sich bestimmt auch noch an dieses Ereignis, letztes Jahr gab es wirklich dramatische Hitzewellen in Kanada und im nordwestlichen USA, wo die früheren Temperaturrekorde um fast 5 Grad Celsius überschritten wurden. Also eine Hitzewelle, die wirklich weit über alles hinausging, was irgendjemand jemals in dieser Region erlebt hat. Und ihr könntet hier in diesem Diagramm sehen, wo diese Region sich befindet. Es ist in der Gegend von Portland, Seattle, Vancouver, also diese großen Städte in den westlichen Bereich von Nordamerika. Und das ist ein Ereignis, wo der Klimawandel wirklich das Spiel komplett verändert hat. Also es gäbe trotzdem eine Hitzewelle dort, auch ohne den Klimawandel. Aber es wäre absolut unmöglich, dermaßen hohe Temperaturen zu erreichen, wie wir sie letztes Jahr hatten. Das ist also eines der wenigen Beispiele, wo man die Frage, war das wegen des Klimawandels, ja oder nein, klar mit Ja beantworten könntest. Aber das ist ein sehr extremes Beispiel. Und sowas sehen wir eigentlich nur für Hitzeextreme. Alle anderen extremen Wetterereignisse wie schwerer Niederschlag, Dürren oder Wirbelstürme, tropische Wirbelstürme, haben sich vielleicht in der Wahrscheinlichkeit verdoppelt oder sind etwa gleich geblieben. Aber für Hitzewellen ist der Klimawandel auf jeden Fall ein Gamechanger. Das ist ein sehr signifikanter Einfluss. Und wenn wir über die Auswirkungen des Klimawandels reden, dann geht es oft nicht um Hitze direkt, sondern eher um Dürren und solche Dinge. Aber wo wir den Klimawandel am meisten spüren und wo es auch am deutlichen Abstand die meisten Menschen tötet, dann ist es die geänderte Wahrscheinlichkeit und Intensität von Hitzewellen. Und das ist hier ein Beispiel eines Ereignisses, das so nicht ohne den Klimawandel abgelaufen wäre. Aber, und das ist auch sehr wichtig, nicht alle extremen Ereignisse werden durch den Klimawandel verschlimmert. Und der Klimawandel ist auch nicht immer ein wichtiger Einflussfaktor bei diesen extremen Events. Das ist ein Ereignis, von dem ihr vielleicht auch in den Nachrichten gehört habt, da der Kopf des Weltnahrungsprogramms letztes Jahr gesagt hat, diese Dürre in Südmadagaskar, die zu Hungersnöten geführt hat, sei das erste völlig vom Klimawandel ausgelöste Dürreereignis. Aber das ist tatsächlich nicht wahr. Es ist eine Region der Welt, die extrem hohe Armutslevel hat und eine extrem starke Abhängigkeit vom Wetter, zum Beispiel der Regen in der Regensaison, eine gewisse Niederschlagsmenge liefert. Und auch ohne den Klimawandel, ohne dass der Klimawandel irgendeine Rolle spielt, passiert das einfach nicht konsistent. Die Regensaison ist nicht immer gleich. Also es gibt einfach eine natürliche Variabilität in diesem Klimasystem. Es gibt Jahre mit sehr wenig Regen. Und in den letzten 2 Jahren waren das nun zufällig solche Jahre mit sehr wenig Regen. Aber der Klimawandel hat diese Wahrscheinlichkeit tatsächlich nicht verändert, sondern weil es bereits eine halbtrockene Region ist, wo Temperaturveränderungen natürlich eingetreten sind, haben diese dennoch nicht die Dürre beeinflusst. Das bedeutet nicht, dass diese Dürre nicht wichtig ist oder dass sie keine Auswirkungen hat. Ganz im Gegenteil. Es bedeutet, dass die extrem hohe Verwundbarkeit, die Tatsache, dass es dort diese starke Abhängigkeit von Niederschlagsmengen gibt und es kein Sicherheitssystem gibt, um Menschen zu helfen, um den Bauern in dieser Gegend irgendwie ein anderes Einkommen zu ermöglichen, um diese Abhängigkeit von der Niederschlagsmenge abzubauen über der Zeit. Das bedeutet, dass in der Zukunft diese Verwundbarkeit immer noch existieren wird. Und egal, was wir tun, was die Klimapolitik angeht und ob und wann wir vielleicht aufhören, fossile Energieträger zu verbrennen, wird es immer weiter dramatische Dürren geben. Und das bedeutet, dass
statt das auf den Klimawandel zu schieben, was dann jegliche Handlungsmacht wegnimmt, irgendwie lokal etwas zu ändern und die Faktoren, die dort zu dieser Armut führen, zu verringern, bedeutet, dass wir diese Sachen dann eben nicht angehen können. Und deshalb ist es extrem wichtig, auch dass wir sagen, in diesen Fällen hat der Klimawandel keine Rolle gespielt. Das bedeutet, wir haben die Macht, wir haben das Wissen, wir haben die Möglichkeit, das zu beeinflussen. Es ist nicht irgendwas, wo wir lokal nichts tun können. Es ist nicht von irgendeinem großen Klimawandelmonster verursacht, sondern eine ganz natürliche Sache, die wir aber selbst lokal auch angehen können durch politische Entscheidungen. Und das ist genauso wichtig, wie die Ereignisse zu identifizieren, die der Klimawandel ganz stark verändert hat. Diese verschiedenen Quellen der Ungleichheit oder Verwundbarkeit gegeneinander auszuspielen, ist möglich, aber wenn wir in einer widerstandsfähigeren Welt leben wollen, dann müssen diese Ungleichheiten adressiert werden und das muss lokal geschehen. Diese Studien, diese zum Beispiel, wo wir herausgefunden haben, dass der Klimawandel keinen großen Einfluss hatte, die andere mit der Hitzewelle, wo wir herausgefunden haben, dass der Klimawandel einen sehr, sehr großen Einfluss hatte. Viele, viele andere Studien wurden durchgeführt in den letzten 10 Jahren oder so. Mehr und mehr. Und vor 10 Jahren war es etwas, wo wir vielleicht 1 oder 2 Studien in der Welt hatten. Und heute haben wir sehr, sehr viele. Und wir fangen langsam an, einen Überblick zu bekommen, wie der Klimawandel tatsächlich verschiedene extreme Wetterlagen beeinflusst. Der letzte IPCC-Report, der letzten Sommer im August veröffentlicht wurde, ist der erste Klimabericht, der wirklich etwas Ähnliches wie eine Übersicht, ein Inventar der Auswirkungen des Klimawandels in verschiedenen Regionen der Welt bedeutet, für verschiedene Arten der extremen Wetterlagen aufgeschlüsselt. Und das ist das Ergebnis davon, die Visualisierung davon, wenn man sich all die veröffentlichten Daten zu verschiedenen extremen Wetterereignissen anschaut und man sich zum Beispiel die Ergebnisse für extreme Hitze anschaut. Jedes Hexagon hier ist eine Region der Welt und die rot markierten sind Regionen, wo die Anzahl der Hitzeereignisse bereits zugenommen hat. Und in fast allen Teilen der Welt hängt das mit dem Klimawandel zusammen. Wir sehen also in fast der ganzen Welt eine Zunahme von extremen Hitzeereignissen und wir wissen, dass sie wegen des Klimawandels zunehmen. Also bei Hitzewellen braucht man nicht zu fragen, ist der Klimawandel ein Faktor, sondern man muss eher fragen, wie groß ist der Einfluss des Klimawandels hierfür. Aber es unterscheidet sich verschiedene Arten von Großevents. Das ist die gleiche Karte, aber für extreme Niederschlagsereignisse. Und hier ist in grün markiert, wo die Niederschlagsmenge oder Intensität zugenommen hat. Und da könnt ihr sehen, das passiert nicht in der ganzen Welt, sondern es betrifft vor allem große Teile Asiens, Nordeuropas und Teile von Nordamerika. Aber auch, und das ist sehr wichtig, es gibt diesen großen Teil von Südamerika und Afrika mit vielen grauen Hexagonen. Und diese grauen Sechsecke bedeuten, wir haben keine Daten, wir haben dazu keine Beobachtungen, die uns erlauben, das zu bewerten, wie extreme Regenereignisse sich dort verändert haben. Also wir wissen schon eine Menge und unser Wissen ist auch in den letzten Jahren, was das Thema des Beeinflusses des Klimawandels angeht, extrem zugenommen hat, wissen wir noch lange nicht alles, was wir wissen wollen und was wir auch wissen müssen, damit wir wissen, wo wir unsere Anstrengungen hinwenden müssen, um das aufzuhalten und zu verändern. Also diese großen Regionen auf der Erde, wo es einfach keine Studien gibt, dann kann natürlich auch der Klimabericht des IPCC nichts dazu sagen, denn deren Aufgabe ist es nicht, neue Wissenschaft durchzuführen, sondern die wissenschaftliche Forschung, die schon existiert, auszuwerten. Und das ist wirklich eine wichtige Lücke, denn sie bedeutet, wir haben zum Beispiel in den Pariser Abkommen eine Zielvereinbarung zur Anpassung an den Klimawandel und das ist momentan noch überhaupt nicht qualitativ belegt. Wir wissen gar nicht, woran wir uns anpassen sollen.
Und wenn wir versuchen herauszufinden, was tatsächlich passiert, dann sehen wir einfach, dass wir es für einen großen Teil der Welt noch nicht wissen. Und das bedeutet, wir haben noch nicht die Forschung, die nötig wäre, um das irgendwie anzugehen. Wir haben also eine sehr große Lücke in der Kapazität, diese Sachen anzugehen in großen Teilen der Welt, um herauszufinden, was solche Großereignisse antreibt. Wir wissen jedoch ein bisschen mehr, als in dem Klimabericht drinsteht. Das ist eine ähnliche Karte, die von Carbon Brief zusammengestellt wurde. Es ist eine Veröffentlichung zu Klimaforschung aus den USA. Und sie haben eine Übersicht zu allen Studien, die versucht haben, extreme Wetterereignisse dem Klimawandel zuzuordnen. Und ihr könnt sehen, es gibt mehr und mehr Studien. Der Klimabericht beruft sich auf schon etwas ältere Literatur. Und wenn wir uns da also die aktuellste anschauen, sehen wir, dass diese Lücke auch nach und nach geschlossen wird. Aber ihr könnt auch sehen, dass hier alles, was rot markiert ist, sind Dinge, wo der Klimawandel einen wichtigen Einfluss hatte, und blau, wo der Einfluss des Klimawandels vernachlässigbar ist. Aber natürlich ist das nicht repräsentativ, was die Arten der Extremereignisse angeht, sondern das repräsentiert die Dinge, die wir uns anschauen, die wir erforschen. Und die KlimawissenschaftlerInnen tendieren dazu, in den USA, in Europa oder Australien zu sitzen und schauen dann natürlich erstmal, was in ihrem Hinterhof quasi passiert. Das heißt, wenn wir diese wissenschaftliche Forschung lesen und uns nur darauf beziehen, dann bekommen wir ein sehr verzerrtes Bild davon, was Klimawandel und Klimaforschung tatsächlich bedeutet. Und ich habe versucht, wie groß diese Diskrepanz zwischen dem, was tatsächlich passiert und Leute betrifft, und dem, was wir wissen, tatsächlich ist. Und das Ergebnis dieses Versuchs seht ihr auf dieser Karte, wo in rot markiert die roten Kreise zeigen, die Todeszahlen durch Extremwetterlagen verursacht wurden in den letzten 15 Jahren in verschiedenen Ländern der Welt. Und je größer der Kreis ist, desto mehr Tode gab es wegen extremen Wetterereignissen. Die sind immer zentriert auf die Hauptstadt eines Landes. Ihr könnt sehen, in Indien zum Beispiel gibt es diesen großen Kreis, der gar nicht Indien trifft, sondern über Myanmar ist. Das sind Tode von einem sehr, sehr schlimmen tropischen Zyklon. In Moskau seht ihr einen großen Kreis. Das war eine Hitzewelle, Tode durch eine Hitzewelle. Und dann haben wir schwarze Kreise drüber gelegt, die zeigen, wie viele Tode es bei Extremwetterlagen gab, wo wir die Ursachen erforscht haben, wo wir wissen, was der Einfluss des Klimawandels davon war. Und wir können sehen, dass für die meisten Hitzeextreme wissen wir das. Für die tropischen Wirbelstürme, die zum Beispiel Myanmar verwüstet haben, wissen wir das nicht. Und für viele andere Länder, besonders im globalen Süden, wissen wir es auch nicht. Aber diese Tode, und ich nutze das jetzt nicht, weil ich besonders morbide bin, sondern weil es eine leicht zu vergleichende Größe des Einflusses von extremen Wetterereignissen ist. Während man zum Beispiel, wenn man sich wirtschaftliche Folgen anschauen würde, dann wären die USA mal ganz oben, weil sie sehr viele Versicherungen haben, weil sie sehr viele teure Dinge im Land haben, die dann von Schwerwetterlagen besonders stark beeinflusst werden. Und natürlich sind diese wirtschaftlichen Verluste in Entwicklungsländern viel, viel kleiner. Also das ist kein Maßstab, mit dem man das ordentlich vergleichen kann, wie weit extreme Wetterereignisse verschiedene Menschen beeinflussen und beeinträchtigen. Das bedeutet, und diese Tode sind natürlich welche, von denen wir wissen, die berichtet werden und die in weltweiten Datenbanken zu Naturkatastrophen stattfinden, aber nicht alle Tode sind in diesen Datenbanken wiedergespiegelt. Und hier ist eine Karte von dem Einfluss von Hitzewellen global gesehen. Und überall, wo es grau und diese Kreise gibt, das sind Hitzewellen, die in verschiedenen Ländern passiert sind und dort Leute betroffen haben. Und wenn ihr euch Afrika anschaut, dann seht ihr, dass es da gar keine Hitzewellen zu geben scheint in den meisten afrikanischen Ländern. Das ist natürlich nicht wahr, sondern wenn man sich die Beobachtungsdaten anschaut, dann hat Westafrika zum Beispiel, aber auch Südafrika, beide Hotspots für
Zunahme von Hitzewellen sind, wegen des Klimawandels. Und die werden nicht aufgezeichnet. Es gibt keine Vorwarnungen. Die lokalen Wetterdienste messen diese Hitzewellen nicht. Wir haben keine Verbindung zwischen Hitzewelle und den Auswirkungen dieses Hitzestresses auf die Bevölkerung. Also es gibt sehr viel, wo wir akademisch, wissenschaftlich wissen, dass der Klimawandel einen extrem hohen Tribut fordert. Aber wir haben keine Zahlen. Es wird nie in irgendwelchen Nachrichten auftauchen. Es wird in keinem Bericht irgendeiner NGO auftauchen, weil es kein Bewusstsein dafür gibt, dass diese Hitzewellen schließlich stattfinden. Es gibt kein Bewusstsein, dass diese Hitzewellen in den Ländern, wo wir Daten haben, die tödlichsten extremen Ereignisse sind. Also wir haben noch einen weiten Weg vor uns, von wo wir jetzt stehen, bis wir wirklich verstehen, was die wahren Kosten des Klimawandels tatsächlich sind, sowohl jetzt wie auch in der Zukunft. Und das ist wirklich wichtig, wenn wir Nachrichten lesen, die Nachrichten schreiben, Entscheidungen treffen, uns auf lokale Verbesserung des lokalen Widerstands, Widerstandsfähigkeit investieren und auch überlegen, wofür wir Geld ausgeben wollen, dass wir immer im Hinterkopf behalten, dass wir die Daten extrem unterschätzen, die wir zur Verfügung haben, um die Auswirkungen des Klimawandels heute tatsächlich beurteilen zu können. Wenn wir uns solche Karten anschauen, die Statistiken wie diese anschauen, wo es drüber steht, die Kosten von Extremwetterereignissen nehmen zu. Und viele Leute sagen dann, oh, das ist wegen des Klimawandels. Und natürlich ist es nicht nur wegen des Klimawandels, sondern auch einfach, weil es teure Gebäude oder Industrien in Flutgebieten gibt. Also es gibt viele andere Faktoren, die dort eine Rolle spielen, eine wichtige Rolle spielen. Aber wir wissen jetzt oder haben zumindest theoretisch die Werkzeuge, das auseinander zu klabüstern und herauszufinden, wie viel dieser Folgen tatsächlich wegen des Klimawandels sind. Aber wir haben noch nicht die Datenbanken gebaut und die Inventare erstellt, um das auch weltweit machen zu können. Und ich halte das für ein Problem, weil wir potenziell das extrem unterschätzen. Hier ist nur ein Beispiel, der Hurricane Harvey, der Texas, Houston 2017 betroffen hat, hat dort unglaublich viel Schäden angerichtet. Und es gab einige Studien, die versucht haben, diese Schäden zuzuordnen. Und WirtschaftswissenschaftlerInnen haben geschätzt, dass von diesen etwa 90 Milliarden US-Dollar, etwa 67 Milliarden davon mit dem Klimawandel verbunden sind. Auch wenn der Mehrschaden, die Mehrkosten relativ klein sind, vielleicht 15% stärkere Intensität. Aber diese 15% sorgen für sehr, sehr große Schäden. Und wenn man sich dann die weltweiten Wirtschaftsmodelle anschaut, die versuchen, die Auswirkungen des Klimawandels vorherzusagen, dann projizieren die 20 Milliarden Dollar für das ganze Jahr 2017 für die ganze USA in Folgen des Klimawandels. Und natürlich gibt es nicht jedes Jahr einen Hurricane wie Harvey, aber trotzdem gibt es jedes Jahr viele extreme Wetterereignisse, die in den USA Schäden anrichten. Also das ist ein Beispiel, wo wir nochmal versuchen könnten, das von Grund auf zu berechnen und die Kosten genauer zu definieren, aber wir tun es momentan nicht. Und das zeigt, dass der Klimawandel potenziell deutlich, deutlich teurer ist, als wir meistens glauben und das meistens auch beziffern. Und daher, wenn wir darüber nachdenken oder darüber lesen, die Abwendung des Klimawandels ist so teuer, dann haben wir gar nicht die Zahlen, die wir brauchen, um sagen zu können, oh, aber es ist noch viel, viel, viel teurer, nichts zu tun. Wir wissen, dass das der Fall ist. Und ich glaube, die ganzen WirtschaftswissenschaftlerInnen hier unter euch, wenn welche anwesend sind, es wäre wirklich wichtig, dass wir das mehr tun, dass wir diese Inventare erstellen, sodass wir ein besseres Verständnis davon entwickeln können, was die Rolle des Klimawandels tatsächlich ist, wie viel es kostet, aber auch, was nicht durch den Klimawandel verursacht wird, welche Schäden wir vielleicht auch vor Ort angehen können. Weil es zum Beispiel systematische Probleme gibt, weil wir bessere Häuser bauen können oder weil wir Häuser vielleicht außer Flutgebieten bauen können. Also wir müssen aufhören, eine Sache gegen die andere auszuspielen
in diesen dualen Szenarien, sondern stattdessen verstehen, dass Klimawandel in dieser ungeordneten Welt, in der wir leben, überall Einfluss hat. Aber das ist natürlich keine so schöne Schlagzeile, die wir gerne sehen würden. Vielen Dank.